Hallo, wer noch so einen schönen grünen Tastenwahlapparat der Telekom hat, T01LX, der hat wahrscheinlich das Problem unter Umständen, dass dieser Apparat nicht auf Mehrfrequenzwahl läuft. Das heißt, er gibt immer noch Impulse beim Wählen aus. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die schnelle Variante vor jedem Anruf, Z zu wählen, um den Apparat dazu zu bringen, dass er temporär auf Tonwahl umschaltet. Fest umschalten kann man ihn, indem man einen kleinen Schalter umlegt. Den erreicht man zum Beispiel auf der Rückseite des Apparates, indem man mit dem Schraubenzieher dieses Teil hier nach oben hebelt und dann innen einen kleinen weißen Schalter umlegt. Das ist jetzt schlecht zu zeigen, deswegen habe ich das Ganze schon vorbereitet, indem ich dieses Telefon bereits vorab aufgeschraubt habe. Und da befindet sich hier innen drin auf der Platine ein kleiner weißer Schalter und dieser muss umgeschaltet werden. Trifft es gerade nicht genau? So wäre auf Impulswahl und unten ist er auf Tonwahl. Als weiteres lassen sich verschiedene Dinge an dem Apparat noch umschalten. Und zwar unter dem Tastblock befinden sich ein paar Umschalter. So, muss man hier geschwind mal. Wer nämlich hier den Apparat an der Fritzbox oder so betreiben will, muss hier diesen Schalter umschalten von Erde auf Flash. Das heißt, der Haken muss in dem Fall nicht eingehängt sein, dieser Schalter. Und ansonsten kann man hier noch weiteres einstellen. Das ist ja alles beschriftet. Zum einen ist zum Beispiel die Tonlage, ob er schnell oder langsam läutet. Aber das sind hier praktisch die zwei wichtigsten Einstellungen. Hier oben die Tonwahl und hier Erde und Flash. So. So sieht er dann aus. Und dann probieren wir das auch mal, ob ich den zum Wählen kriege. Beim nächsten Ton ist es 15:24 Uhr.